So, liebe Kinder, moin moin, zurück bei Gunpoint, Gunpoint heißt das Spiel. Ganz schön schwierig. So, wir können auf jeden Fall jetzt wieder Upgrades machen, bevor wir mit der nächsten Mission beginnen. Und zwar können wir für unseren Elektrik-Hacker noch ein Upgrade machen. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt, aber wir machen es einfach mal. Wir haben auch noch ein bisschen Geld bekommen aus der letzten Mission. Und was wir jetzt hier uns noch kaufen könnten, wäre zum Beispiel, dass wir leise landen, wenn wir von einem Dach springen. Machen wir mal. Und dass wir kann ich gerade nicht noch irgendwas anderes kaufen? Ist es gerade teurer geworden? Weiß ich nicht. Naja, wir kaufen jetzt zwar noch eine Battery Charge. Und dann gehen wir mal zur Mission. Wir hätten natürlich auch ganz doll sparen können, bis wir $8,000 zusammen haben, denn dann kann man einfach alle Türen eintreten. Das würde es unglaublich leichter machen. Aber das machen wir natürlich mal nicht. So, was geht los? Gessler sagt jetzt go fuck yourself. Das klingt so ein bisschen, als hätte er rausgefunden, dass wir auch für die andere Seite arbeiten. Wir bekommen auch kein Geld dafür. Aber wir klicken mal auf Accept und mal gucken, was da so Schönes passiert. Ah ja, er wollte uns also nur ein bisschen sozusagen beleidigen. Und dafür haben wir auch gleich ein Steam-Achievement bekommen, weil wir nämlich mit der lieben Brooke, oder Rook heißt sie, glaube ich, praktisch zusammenarbeiten und für sie ja immer die Sachen geklaut haben und dem lieben Gessler so ein bisschen verarscht haben. Naja, jetzt hier The Collins Case. Collins war der ganz am Anfang, oder die war es ja eigentlich, die ganz am Anfang erschossen wurde. Und hier sagt jetzt jemand, dass er ist ein Anonymer, unzufrieden ist, wie die Polizei den jüngsten Mord behandelt, also sprich an der Collins, und sie suchen nach einem Agent, der ihr hilft. Und das nehmen wir doch mal an, denn auch das würde uns in der Geschichte weiter bringen. So, der Kaiser, der Weg zum Rosellen. Na, so, da sagen wir natürlich erstmal, nein, wir haben keinen Plan, dass er ringen keine Bells. Mhm. Sie erklärt jetzt nur nochmal, dass eben von dieser Selena Delgado, die erschossen wurde, dass von dem Mord keine Daten mehr vorliegen und dass die Katie Collins des Mordes angeklagt war, aber dass sie es nicht war. Und er möchte jetzt helfen, dass das eben nicht ist. Mhm. Und wir sagen jetzt erstmal, naja, du kennst das Opfer wohl. Und er sagt, oh, ich bin der Polizeichef. Mhm. Und wir sagen, du willst mich also anheuern, um deine eigene Unfähigkeit zu überbrücken. Aber er sagt, nein, die des Morddezernats. Mhm. Er sagt also, der Polizeichef, dass halt jeder bisherige Polizeichef, der in diese Stadt gekommen ist, gestorben ist, weil er irgendwie einen Unfall hatte oder versehentlich erschossen wurde. Und er möchte aber halt wirklich ein bisschen aufräumen in der Stadt und für Ordnung sorgen. Und deswegen möchte er jetzt, dass wir ihm dabei helfen. Und er sagt, wir, what's the plan? Also was geht ab sozusagen? Ja, und er sagt natürlich jetzt, dass jedes Backup gelöscht wurde. Mhm. Und er sagt uns aber auch, dass einige der älteren Kameras, die bei Rook, also in der Rook-Firma benutzt werden, ein lokales Backup haben. Und er sagt jetzt, wir sollen nochmal hingehen und die Crime und die Memory Card aus den Kameras direkt holen. Und wir sagen natürlich, logisch, das würde dann helfen, den Mörder zu finden. Na, so, wo gehen wir hin? Fragen wir. Wir wissen natürlich schon, wo wir hin müssen. Ins Rook Office, da waren wir ja schon mal. Und er sagt, die Data wird verschlüsselt, aber er kann sie entschlüsseln, sobald wir dann da sind. Cool, dann gehen wir doch mal dahin. Das wird auf jeden Fall eine spannende Mission. Zurück ins Rook-Gebäude, da waren wir schon mal und das war ja gar nicht so schwierig, da reinzukommen. Und wir werden jetzt mal gucken, wie wir denn diesmal reinkommen. Allerdings, und das ist das Spannende, als wir das letzte Mal rein wollten, war es offen. Und diesmal ist es zu. Haha.
Und ja, ganz oben ist aber eine Glasscheibe. Also würde ich sagen, machen wir es mal darüber, auch wenn wir jetzt gerade irgendwie anders reingekommen sind. Wir sind hier durchs Dach gesprungen. Spannenderweise. Naja, aber warum nicht? Man kann ja auch mal durchs Dach gehen, ne? Das ist ja erlaubt sozusagen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben ein rotes Tor, das hacken wir mal fix mit Hilfe des Lichtschalters und fahren damit mal eine Etage nach oben, wo freundlicherweise auch schon eine Tür offen ist. Und gucken mal hier, was passiert. So, hier wirechecken wir mal die ganze Geschichte und sehen dann, dass da hier auch was abgeht. Naja, dann machen wir mal hier noch eine neue Verbindung und machen uns auch mal die Tür auf. Wobei man ja auch sagen muss, dass der liebe Wachmann hier oben theoretisch auch vom Fahrstuhl aus gekillt werden könnte. Es sei denn natürlich, er dreht sich jetzt um. Was er tut. Ah, ist schlecht. Da dreht sich der Gute also um. Naja, aber den können wir ein bisschen faken, den guten Wachmann, indem wir nämlich hier gleich auf den Lichtschalter drücken, dann der Aufzug hochfährt, er sich umdreht und wir nämlich in der Zeit mal nach oben gehen und waren aber natürlich ein wenig zu schnell. Ne? Kennt man ja. Ja, hier, zack. So, der Aufzug fährt hoch, der Wachmann dreht sich um, guckt blöd und wird von uns niedergeknüppelt. Yeah, this is how we doing it. So, hier oben ist jetzt eine der Security-Kameras. Da retrieven wir mal das, was wir haben wollen. Vorher wirehacken wir mal hier noch eine weitere Geschichte und fahren wir noch ein Büro weiter nach oben, um dann festzustellen, dass hier die Tore geschlossen sind. Was nicht ganz so schlimm ist, weil wir das nämlich mal hier rüber fix verbinden und dann nochmal schnell runterfahren. Und dann hier auf den kleinen Lichtschalter drücken und schon damit die Tür oben aufgemacht haben. So, den Additional Laptop nehmen. Und da schreibt die liebe Melanie Rook an die Selina. Die Selina ist die, die tot ist. Stick around. Ah ja, sie will ja, sie, Selina Delgado wollte also offensichtlich kündigen und die Firma verlassen, weil es nicht so gut läuft. Und ja, und sie sagt aber jetzt hier, die Rook, hier, geh mal nicht, wir brauchen dich. Und sie hat was Geheimes da in Vorbereitung. Naja, dann schön, würde ich sagen, schön, schön. Haben wir ja alles, was wir brauchen. Machen wir einen Abflug hier. Ne? Indem wir ganz konventionell mit dem Fahrstuhl fahren. Noch schnell hier das Door rewiren, dass es jetzt auch aufgeht, wenn wir kommen. Ach so, natürlich habe ich mit dem falschen Schalter verwired. Kennt man ja. So, Licht an, Tür auf. Und ab damit. Und ja, Mission geschafft, sehr schön. Haben aber wieder nur ein C-Rating gekriegt. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Vielleicht waren wir zu violent? Ich weiß nicht. Oder wir waren bestimmt zu langsam. Das könnte ich mir vorstellen. So, did you get the card? Fragt der Julian Mayfield, der Liebe von der Polizei. Und sagen mal, yep, sending you the data now. Das heißt natürlich jetzt auch, dass wir auch jetzt da drauf sind. Aber er sagt, verdammt, einer meiner idiotischen Polizeiangestellten hat die Kamera hat die Kamera schon wieder angeschalten und die Karte ist voll und ohne mit den letzten Nächten. Und das heißt, was auch immer in der Mordnacht passiert ist, wurde überschrieben.
Tja, schade. Ist natürlich auch gut, weil damit wir nämlich Richard Conway nicht belastet werden. Ne? Ja, Kinder, dann sage ich mal, schön war's bei dieser Runde Gunpoint. Wir sehen uns dann zur nächsten Runde. Bis dahin, viel Spaß noch und tschüss.